Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Far Cry Primal. Ich bin immer noch in der Höhle. Auf der Suche, dem, was wir da entdeckt haben. So angeblich entdeckt haben. Ich habe den Spielstand geladen und es scheint, als wären wir wieder ein bisschen zurückgesetzt geworden. Ja, super. Nehmen wir alles mit. Das heißt, wir können eigentlich hier durchrennen. Hier waren wir natürlich schon. Hier. Genau, dann werden wir hier vorne das Lager finden. Kleine Fledermäuse und da oben rennt unser Kollege. Ja, hier waren wir bereits. Waffen sind cool. Wie Gott. Entzünden Waffe. Rad. Gut, entzünden. Arrestkrieg. So, können wir das Feuer anzünden. Unseren Gehalt, alles klar. Wir müssen da hoch. Eigentlich schon fast klar. Hier ist mal der Wasserfall. Aber wie geil. So das Wasser durchläuft. Cool. Schon cool gemacht, oder? Kann die Ratten zünden? Oh krass, man kann sie töten sogar. Ich frage mich, ob das der Säbelzahntiger ist, den wir hier hören. Der uns ja auch schon begegnet ist. Ui. Ich frage mich, ob wir am Ende dem helfen müssen. Sie hinten. Da ankommen, wo die Geräusche herkommen. Na super. Krass. Boah. Da ist auch jemand. Okay. Checkpoint. Okay, sie hat mir das Leben, dann wird sie uns wahrscheinlich auch helfen. Okay, wie der da flink durchgesprungen ist, alles schlecht.
Jedenfalls spricht sie schon mal unsere Sprache sehr gut. Das Lamm von Oros entdeckt. Oros. Winja. Na, Oros bi? Palu, Sashwalim Shalam, Takar Hasan. Saila. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Schaus. Dausam. Oh, die sammelt Ohren. Utakar Ulimuan. Ku, Aika Guasta. Mi Kawa. Ahatra. Ich hoffe mal, es gibt keine Ohren zum Essen da. Guama. Jetzt müssen wir gar nichts machen, der läuft von alleine hinterher. Und wieder neue Speicherpunkt, sehr gut. Ja, den Jägerblick haben wir ja immer noch gelernt. Ihn hat Ubisoft ja sehr oft solche Blicke, wenn man denkt, bei Assassin's Creed gibt es auch so einen Blick, wo man die Gegner sehen kann. Und hier sind dann halt einfach die ganzen Fährten der Tiere. Ada. Okay, sieht nicht nach Ohren aus. Und solche Beeren. Koaralia Winja. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujarra. Udam, Pai Huwinja Huguana. Winja Haiwa Guasha. Santamsha Orosu. Tigre Dansha Dubu. Ja, und ich denke, das ist auch nicht gesund, diese Zeit. Ich helfe mich, wie hilft ihr denn? Ich werde mit Kreuz zusammen gehen. Das wäre gleichzeitig wahrscheinlich auch das Tutorial, wie man uns Heilpflanzen sammeln können, um unsere Wunden heilen zu können. Ich finde es praktisch, ist es gleich vor ihrer Haustür. Siehe? Okay, Fluss hat sie gesagt. Tiefe Wunden. Ein Speicherpunkt. Kann man nichts nehmen, oder? Nee. Ist das unser Ziel? Ah, warte mal. Nee, oder? Ist ein Wunder gestorben, wie sie heute. Jetzt. Tja, okay. Kann man die Ziele nehmen nochmal? Nee.
Also ich brauche Blätter für die... Kann ich die Pfeile eigentlich wieder sehen? Ja gut, die ziehe ich halt ab. Ich habe hier irgendwo vorbeigeschossen ja noch. Oh, wie ein Zufall. Was? Das ging so weit runter? Was ist das, was wir brauchen hier? Ein Schilf. Blumenblätter. Sie ist am Fluss. Ich fühle später wird hier was kommen, was nicht ein Ziel ist. Was ist denn das, bitteschön? Also sagen, das Spiel sieht ja schon wunderschön aus. Sind das Gräber? Okay, das ist Rotes. Schildkröten. Ja, graues Hahn. Sucht ein Fleischfresser? Oh. Man hört sie von irgendwoher. Okay, das waren sie. Hab sie gar nicht gesehen, ey. Suchen. So, Pfeil haben wir mal. Ach, krass, Tontopf. Ja, hier ist noch was. Okay, ich hab die echt nicht gesehen, ey. Die so nah waren. Aber wir haben unser Auftragsziel erreicht. Sind hier ein gutes Zeichen, wenn ein Checkpoint kommt. Wenn man ein Ziel erledigt hat. Hier ist nichts, okay. Wir haben das Spiel anscheinend auch keine Ausdauer, wir können hier rennen. Soweit wir sehen und laufen können.
Scheiße. Spann abbrechen, ja. Puh. Das war ja gerade ein bisschen haarsträubend. Der Typ hat einen Hirsch getroffen. Hartholz. Jetzt meine Pfeile wieder. Ja, jetzt ist die Frage, bin ich denen wirklich ausgewichen, weil ich da einen anderen Weg gewählt am Anfang? Sind die erst nach dem Speicherung da jetzt aufgetaucht? Ich habe nicht geschaut, ob es gespeichert hat. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach in die Höhle rein. Dann haben wir es da mal gesehen. So, hier war's. So, wir den Heilpflanzen. Checkpoint. Sailor. Die Walnai. Shaja, Tani Chlauta. Chlauta. Tani. Hat sie Schreie von den Leuten, die wir umgebracht haben? Wieso? Tut sie überhaupt Essen? Nicht auf die Wunde? Ach so, sie hat sie zerkaut. Ach du Kacke. Ich habe die Wunde am Rücken gar nicht gesehen. Ich dachte, die Wunde wäre nur am Arm. Ach du Kacke. Das ist jetzt der Verband. Alles klar, wir klebt auch tiptop vom Blut her. Ja, nicht nur das. Uanna, Winja Waida, Tuhai Padas Schwan. Ja, wir müssen weite Venyas finden, die uns dann hier ja, begrüßen, beziehungsweise hier zusammentreffen oder zusammen in dem Sinne. Das ist sogar unsere Basis, die wir jetzt halt weiter ausbauen werden, aber das wird dann erst in der nächsten Folge sein. Leute, das wird auch sehr groß sein. Aber mit diesem Abschluss von dieser Vision, genau, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wir sehen schon, was hier alles gibt, jede Menge Aufgabe. Aber das dann erst ein andermal, die Karte auch ziemlich riesig. Die ist sehr riesig. Okay. Ja, in dem Fall sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut das nächste Mal rein, wenn es heißt Far Cry Primal. Bis dann, tschüss.